Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex, der hat gestern nicht an die starke Performance von Montag und Dienstag anknüpfen können. Immerhin schaffte es der DAX aber im Handelsverlauf, seine Verluste zu begrenzen. So stand am Ende dann, also schloss der DAX am Ende dann bei 10.333 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2%. Blicken wir nun nach Frankfurt direkt an dieser Stelle zu unserer Korrespondentin Johanna Krämer. Schönen guten Morgen. Johanna, was können wir denn heute uns von der Performance des DAX erwarten? Wie könnte er in den Tag starten? Einen schönen guten Morgen auch an dich, lieber Marco. Es sieht danach aus, als würde der DAX tatsächlich am letzten Handelstag in dieser verkürzten Woche noch einmal Schwung nehmen. Und wir gehen davon aus, dass der DAX doch im positiven Bereich in diesen Donnerstag starten wird. Die Vorgaben sind zwar etwas gemischt. Wir hatten in Japan schon negative Kurse gesehen. Dafür legen der Hang Seng und der Shanghai Composite etwas zu. Und an der Wall Street, ja, da sahen wir gestern dann, dass es weiter nach oben geht. Es sind zum einen die Spekulationen, dass Donald Trump die US-Wirtschaft, die heftigst gebeutelt ist, durch die Corona-Krise möglichst schnell wieder hochfahren möchte. Und zum anderen hat sich auch die Federal Reserve noch gemeldet und gesagt, wir werden weiter diese Nullzinspolitik fortführen, solange die Krise eben andauert. Und das reichte beim Dow dann, dass dieser ordentlich anstieg und zum Handelsende ein Plus von 3,4% aufweisen konnte. Bei uns, beim deutschen Leitindex, hast du es gerade schon gesagt, da ging erstmal nicht so viel gestern. Man hatte das Gefühl, dass die Investoren auf der Bremse stehen. Ja, man hat sich aber natürlich auch darauf eingestellt, dass sich die EU-Finanzminister einigen können, was das milliardenschwere Hilfspaket angeht. Konnten sie nicht. Nach wie vor ist der Knackpunkt natürlich die Schuldenverteilung in der Eurozone. Aber heute wird weiter verhandelt, heute Nachmittag. Und da setzt man dann doch drauf, dass es positiv weitergeht. Und wir starten erstmal positiv in den Donnerstag. Klingt wunderbar. Vielen Dank nach Frankfurt, Johanna. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt wie gewohnt die Marktidee, heute auch ein DAX-Konzern RWE. Ja, die RWE-Aktie, die musste wie so viele andere im Zuge der Corona-Krise mächtig federn lassen. Gestern war RWE allerdings einer der größten Gewinner im DAX. Aus technischer Sicht sind die Chancen auf eine Erholung aktuell günstig. Dabei ist es wichtig, dass auf der Unterseite eine bestimmte Marke hält. Gleichzeitig steht auf der Oberseite eine andere Marke im Fokus. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, können Sie wie gewohnt nachlesen in einer ausführlichen Chartanalyse. Und die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Die nächste Ausgabe von Ideas Daily TV gibt es dann erst am kommenden Dienstag. Das heißt, ich wünsche Ihnen jetzt frohe Ostern. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.